Alarmierende Zahlen kommen diese Woche aus Paris. Wir sind Zeuge des 6. großen Massenaussterbens auf der Erde, verursacht durch uns, den Menschen. 85% der Feuchtgebiete sind zerstört, die Hälfte der Korallenriffe ebenso. 9% der Nutztierarten sind ausgestorben. Die Biomasse der wild lebenden Tiere ist um 82% zurückgegangen. 23% der Landflächen auf der Erde sind totes Land. Sie sind ökologisch heruntergewirtschaftet und können nicht mehr genutzt werden. Und so weiter und so fort. Können wir die Erde und vor allem uns noch retten? Klickt zum Science and Fiction. Hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Das hier hat mit Panikmache leider nichts zu tun. Das weltweit höchste Gremium von Wissenschaftlern lässt die Alarmglocken schrillen. Zitat: Die globale Rate des Artensterbens ist mindestens um den Faktor 10 bis hunderte Male höher als im Durchschnitt der vergangenen 10 Millionen Jahre. Und sie wächst. So, der gerade veröffentlichte Bericht des Biodiversitätsrates IPBES der Vereinten Nationen. Wir stehen an der Schwelle zur Vernichtung unseres Planeten. Und wir merken es ja auch selbst, verglichen mit früheren Zeiten, gibt es viel weniger Insekten, was wir sehen, wenn wir mit dem Auto schnell fahren und kaum noch Insekten die Windschutzscheibe verschmutzen. Da haben wir ja auch schon drüber berichtet. Und über diesen Rückgang der Insekten, den wir selbst erleben, gibt es noch nicht mal Studien. Über den wird in dem Bericht noch nicht mal eine definitive Aussage getroffen. Anders ist das bei Vögeln, Amphibien und Säugetieren. Hier ist der Rückgang beängstigend. Zitat: Die Gesundheit der Ökosysteme, von denen wir und andere Spezies abhängen, verschlechtert sich schneller als je zuvor. So der Leiter des Reports Sir Robert Watson. So würden die Grundlagen von Einkommen, Ernährungssicherheit, Gesundheit und Lebensqualität, und zwar für uns Menschen, beseitigt werden. Sprich, die Folge wird das Aussterben des Menschen sein. Und die Hauptursache ist die Landwirtschaft. Und das ist wirklich paradox. Die, man muss sagen, leider Industrie, die uns eigentlich ernähren soll, zerstört unsere Lebensgrundlagen. Die Landwirtschaft würde durch Subventionen daran gehindert, Lebensmittel umweltfreundlich zu produzieren, so die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Bundesumweltminister Svenja Schulze nennt unter anderem die EU-Agrarsubventionen als Grund. Eigentlich ein gutes Instrument, um die Unabhängigkeit der EU von Lebensmittelimporten zu sichern, führen sie jetzt zur Zerstörung der Erde. Zitat: Es kann keiner mehr sagen, wir haben es nicht gewusst. Das sagt Josef Settele vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Und das ist wirklich der Punkt. Es handelt sich hier um belastbare wissenschaftliche Erkenntnisse aus Unmengen an Studien. Es ist wissenschaftlich erwiesen, und Politiker und Politikerinnen, die diese Erkenntnisse nicht sofort in die Tat umsetzen, sind tatsächlich eine Gefahr. Der Bericht gibt jetzt zahlreiche Empfehlungen, was getan werden müsse. Im Oktober 2020 findet der Weltnaturschutzgipfel im chinesischen Kunming statt. Dann müssen dort dringend allerspätestens Entscheidungen getroffen werden. Es geht hier nicht um Naturliebhaberei oder sonst was, sondern um unser Überleben. Und auch wir können ganz konkret etwas jetzt sofort ändern. Wir können am 26. Mai zur Europawahl gehen und zweitens genau die Partei wählen, die die Standpunkte vertritt, die jetzt wichtig sind und unser Überleben sichert. Wir sind diejenigen, die entscheiden. Also lasst es uns tun. Hashtag: Diesmal wähle ich. Mehr dazu im Video der Tagesschau hier. Wahlomat für die Europawahl. Da findet man die richtige Partei mit ein paar Klicks. Also anklicken und anschauen, würde ich mal sagen. Wir sehen uns am 26. Mai im Wahllokal. Bis dann. Bleibt dran.